Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. In diesem Video möchte ich alle, die vielleicht ein bisschen auf dem Schlauch standen im November, darüber informieren, was sich im gesamten Monat November in Apex Legends so getan hat. Dadurch, dass ich ja aktuell jetzt die letzten 4 Wochen keine Informationsvideos raushauen konnte, hole ich das jetzt nach. Sehr viel ist es nicht. Fangen wir direkt an. Und zwar im November, Anfang November, am 5. um genau zu sein, kam ja der Duo-Modus und mit dem Duo-Modus noch ein kleiner Patch. Da wurde ein bisschen was gebastelt. Die Firing Range kam unter anderem mit dazu. Kennt ihr sicherlich alle. Ihr könnt jetzt sämtliche Legenden testen. Ihr könnt alle Waffen mit sämtlichen Aufsätzen, sämtlichen Visieren und so weiter testen. Eine feine, feine Sache. Kann man wunderbar Waffentipps und Tricksvideos machen, habe ich schon 1-2 vorbereitet. Die werden demnächst auch noch kommen. Freut euch darauf, die sind richtig, richtig gut geworden. Dann wurde an der Wingman gebastelt. Ist nicht wirklich erwähnenswert, wie ich finde. Und zwar wurde der Headshot-Multiplikator von 2,15 auf 2,1 reduziert. Könnte vielleicht maximal einen Schuss ausmachen. Dann wurde bei allen Schrotflinten, bei der Elster, der Crabber, der G7 und der Longbow, wurde die Größe der Projektile vergrößert. Ob das jetzt auch so viel ausmacht, weiß ich zu bezweifeln, wage ich zu bezweifeln, so wollte ich sagen. Ich weiß im Allgemeinen, dass bei den Shotguns wurden auf jeden Fall die Streuungen etwas vergrößert. So ist es deutlich einfacher, vor allem aus der Hüfte, wie ich finde. Ist es einfacher, mit der Shotgun den Gegner zu treffen. Aber an der Friedensstifter wurde jetzt Ende November ein bisschen gebastelt. Wer das noch nicht wusste, erzähle ich gleich. Der Vollständigkeit halber noch von Anfang November. Der EMP von Krypto wurde, ich würde sagen, verstärkt sogar. Es gab einen Trick, ihr seid mit einem lila Körperschild zum Beispiel unterwegs, dann kam eine gegnerische Drohne von Krypto, hat den EMP aktiviert, dann gab es den Trick, schmeißt euer Schild kurz auf den Boden, der EMP wird aktiviert, dann hebt ihr eure Rüstung wieder auf und die Rüstung ist noch heil und hat nicht 50% an Schaden verloren, beziehungsweise 2 Striche. Wenn ihr eine weiße hattet, war die komplett runter. Der Trick funktioniert jetzt nicht mehr und zwar werden sämtliche Rüstungen im Umkreis des EMPs geschädigt, egal ob ihr sie schon mal aufgehoben habt oder nicht. Finde ich eine coole Änderung. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Änderung findet. Verkehrt finde ich es nicht. Stellt euch mal vor, ihr seid vielleicht Ranked Diamond unterwegs und ihr wollt ein paar Gegner pushen. Die haben sich vielleicht 3, 4, 5 lila Buddies gebunkert, was in der Theorie tatsächlich möglich ist. Ihr haut das EMP raus, die wechseln einfach nur die Buddies hin und her und es hat eigentlich nichts gebracht. Ich finde es eine coole Änderung. So, dann gibt es noch eine Änderung, die zeige ich am Ende des Videos. An der Friedensstifter, Moment, jetzt muss ich erstmal wieder ins Spiel. An der Friedensstifter wurde jetzt Ende November rumgebastelt. Ist auch nicht wirklich erwähnenswert, weil ich habe es jetzt gerade getestet. Mit der Friedensstifter habe ich mega rasiert. Im Genauen wurde die Nachladegeschwindigkeit von 1,1 auf 1,2 Sekunden erhöht. Wirklich nicht wirklich spürbar, ihr wisst, was ich meine. Und der Headshot-Schadensmultiplikator wurde von 1,5 auf 1,25 reduziert. Auch das meiner Meinung nach zu gering, weil die Friedensstifter wirklich mega, mega heftig ist. Warum die überhaupt schon wieder so stark ist, kann ich gar nicht nachvollziehen. Die war am Anfang von Apex Legends schon echt finster. So, jetzt wechseln wir kurz ins Spiel. Dann möchte ich euch zeigen, was sich da noch geändert hat. Und zwar eine kleine feine Änderung für alle, die gerne die täglichen Herausforderungen machen. Wenn ihr noch nicht alle 3 täglichen Herausforderungen abgeschlossen habt, dann könnt ihr mittels der legendären Token, könnt ihr die neu ausrollen. Habt ihr zum Beispiel eine tägliche Herausforderung wie erziele 10 Kopftreffer als Watson und ihr spielt die nicht gerne, schafft es vielleicht keine Headshots auszuteilen, dann könnt ihr die tägliche Herausforderung neu rollen. Kostet anfangs 200 legendäre Token. Ich habe das jetzt schon einmal getestet, zeige das der Vollständigkeit halber einfach mal. Was zwingend natürlich notwendig ist, wenn alle 3 natürlich abgeschlossen sind, funktioniert das nicht. Das heißt, ihr könnt nicht an einem Tag sämtliche tägliche Herausforderungen immer und immer wieder machen. Das funktioniert nicht. Ich mache das einfach mal, um euch das zu zeigen. Es wird natürlich von Mal zu Mal immer teurer. Wenn ich das jetzt nämlich freischalte und die tägliche Herausforderung, die dann daraus wird, auch scheiße ist, könnt ihr das wieder neu rollen. Anfangs 200, jetzt kostet es 500. Was wird daraus? Schauen wir einfach mal nach. Erziele 10 Kopftreffer als Wraith. Spitzenänderung, völlig für den Arsch. Ist egal, ich wollte es einfach der Vollständigkeit halber mal
zeigen. Und jetzt würden es nämlich schon 1000 kosten. Dann wird es dann irgendwann echt kostenintensiv. Lohnt sich wirklich nur, wenn ihr vielleicht am Ende des Battle Passes seid, kurz vor Ende der Season und ihr wollt noch ein bisschen grinden. Auf was wollte ich noch hinaus? Ja, wenn die 24 Stunden rum sind und die täglichen wieder neu freigeschaltet sind, fängt es natürlich wieder von vorne an, dass ihr nur 200 Token bezahlt und dann wieder 500, dann 1000 und so weiter. So, das soll es mit diesem kleinen November-Update-Video schon gewesen sein. Ich hoffe, die ein oder andere Info war dabei, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr, sehr wie immer drüber freuen. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und keine Informationsvideos, Tipps und Tricks und Livestreams verpassen wollt. Übrigens, by the way, noch bemerkt, wenn ihr tagesaktuell zum Samstag dieses Video seht, morgen gibt es den allerersten Livestream nach knapp 4 Wochen wieder von mir. Schaltet da fleißig ein, würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Restwochenende. Das war's von mir, macht's gut, ciao.